Hallo liebe Brettspielfans, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal Mini Rogue als Let's Play. Ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt einfach mal eine Runde Mini Rogue und wir gehen in einen Dungeon, suchen uns einen Charakter aus und schauen mal, ob wir bis zum Endboss vorstoßen können und ob uns das gelingt. Wir gucken einfach mal. Die Regeln erkläre ich ein bisschen nebenbei. Wollen wir gleich mal loslegen, das heißt, wir schauen uns mal das Spielfeld an. Da haben wir also hier zum einen den eigentlichen Dungeon, der besteht aus 4 Ebenen mit jeweils unterschiedlichen Kammern, sage ich jetzt, oder Räumen, sage ich jetzt einfach mal. Diese Ebenen müssen wir durchschreiten. Am Ende jeder Ebene ist immer ein Bosskampf und ganz unten in Ebene 4, der versunkene Bergfried heißt hier der letzte, das ist dann der Endboss. Hier stellen wir während der Kämpfe gegen die Monster die Lebenspunkte der Monster ein. Machen wir hier über diesen Würfel. Hier ist unsere Karte, also unser Tableau. Das teilt sich auf, hier der obere Bereich in XP, also Erfahrungspunkte, die wir sammeln. Und hier drunter haben wir noch Rüstung, falls wir eine haben. Unsere Lebenspunkte, Nahrung, Gold und Tränke, die wir haben können. Hier ist eine Belohnungskarte oder auch Geistkarte. Der Geist hier, das ist mehr oder weniger so ein generisches Monster. Es gibt manche Karten, die uns gegen ein Monster kämpfen lassen. Da steht aber nicht drauf, welches Monster. Und dann nehmen wir immer diese Geistkarte dafür. Wenn wir einen Boss besiegen, dann gibt es auch Belohnungen. Und welche Belohnungen es dann gibt, steht auf diese Belohnungskarte. Lege ich jetzt einfach mal hier mit hin. Ja, dann haben wir hier den eigentlichen Dungeon. Das sind also entsprechende Karten, die wir dann im Raster 3x3 dann auslegen. Und am Ende jedes Dungeons erwartet uns einer dieser Bosse und ganz am Schluss hier der Endboss. Wir sind ja ein wackerer Held. Wir haben die Auswahl zwischen dem Kreuzritter, einer Schurkin, einem Magier und einer Priesterin. Ich würde sagen, wir machen das Ganze random. Also das heißt, ich mische hier einfach mal und dann schauen wir mal, was wir erwischen. Es wird sein der Kreuzritter. Also wir gehen mit dem Kreuzritter in unseren Dungeon. Gut, dann bauen wir den Dungeon an sich gleich mal auf. Es wird so sein, dass wir am Schluss, der letzte Boss wird immer hier Ochs-Überreste sein. Den können wir also gleich mal auslegen und von den anderen 4 werden wir uns jetzt noch 3 aussuchen. Das heißt, auch hier einmal mischen. Eine davon kommt weg und die anderen 3 legen wir verdeckt hier oben drauf. Wir wissen also nicht, wer da kommt und in welcher Reihenfolge die jetzt liegen. Dann kommt unser Dungeon. Den legen wir auch aus. Hier auch erstmal kurz die Räume alle mischen. Und dann machen wir hier so ein 3x3 Raster. Das heißt, wir haben hier lauter grüne Räume. Den ersten decken wir direkt auf und hier unten ist dann immer ein Boss. Die anderen Karten legen wir in der Zwischenzeit hierher. Wir selbst sind also hier dieser wackere Kreuzritter und gehen hier erstmal in den Dungeon, stürzen gleich in eine Falle, kommen wir aber gleich dazu. Wir haben natürlich auch ein bisschen was, was wir am Anfang mitbringen als Kreuzritter und das steht hier oben rechts. Hier aufgelistet sind unsere Werte. Also wir haben, es fängt an, mit 10 Lebenspunkte. Die stellen wir hier mal ein. Dann haben wir eine Rüstung, stellen wir hier ein. Und wir haben 4 Nahrung, stellen wir hier ein. Ansonsten haben wir nichts, wir haben kein Gold bekommen, keine Tränke und Erfahrung müssen wir sowieso erst sammeln. Gut, als Fähigkeiten haben wir 2 Stück, eine für den Kampf und eine für die Erkundung. Also für den Kampf haben wir die Fähigkeit Betäubung, füge den doppelten Wert deiner Schilde als Schaden zu. Und das andere ist für die Erkundung ein Schild, erhöhe die Schilde aller Charaktere um 1 gilt nur für den nächsten Raum. Okay, dann wollen wir mal schauen,
wie das Ganze funktioniert. Also, das Ganze läuft im Prinzip so ab. Wir haben hier die Vorbereitung quasi schon abgeschlossen und die Vorbereitungsphase ist damit schon fertig. Vorbereitungsphase heißt immer, wir legen hier einen neuen Dungeon aus. Dann kommt schon die Erkundungsphase. In der Erkundungsphase handeln wir die jeweilige Karte ab, auf der wir uns gerade befinden. Und wenn wir die abgehandelt haben, dann können wir die nächsten beiden Karten rechts von uns und unter uns aufdecken, diagonal nicht. Und wir können uns auch dann immer nur auf die nächste Karte bewegen. Das heißt, entweder nach rechts oder nach unten. Wir können niemals nach links und niemals nach oben, außer es gibt irgendwelche Effekte, die uns das erlauben würden. Wir bewegen uns also dann in dem Dungeon entlang, bis wir hier unten ankommen. Hier treffen wir auf eine Tür und am Ende müssen wir hier, ist abgebildet auf der Karte, immer eine Nahrung bezahlen. Wir können unsere Fähigkeiten auffrischen. Das heißt, wenn wir hier eine Fähigkeit benutzen, müssen wir die Karte umdrehen. Das heißt, unsere Fähigkeiten stehen uns erstmal nicht zur Verfügung, bis dieses Symbol hier wieder auftaucht. Dann können wir also unsere Fähigkeiten wieder auffrischen. Und hier die Treppe mit dem Pfeil nach unten zeigt an, dass wir hier eine Stufe nach unten wandern. Und immer wenn dieser schwarze Würfel hier auf so ein Symbol zeigt mit diesem goldenen Totenkopf, dann können wir hier aufdecken. Dann wissen wir, am Ende des nächsten Dungeons, der nächsten Ebene, wird der Boss, den wir dann hier aufdecken, auf uns treffen. Und so wollen wir jetzt einfach mal einsteigen. Alles andere würde ich sagen, machen wir, während wir spielen. Also, wir sind jetzt erstmal rein in den Dungeon und direkt in eine Falle getappt. Auf der Fallenkarte ist oben rechts ein Symbol, das zeigt an, dass es sich hier um eine Mutprobe handelt. Also müssen wir eine Mutprobe machen. Wie läuft das ab? Wir haben grundsätzlich immer zu Beginn zwei Würfel, den weißen und den schwarzen. Der weiße Würfel ist sogenannter Charakterwürfel. Da werfen wir zum Beispiel im Kampf unseren Schaden, den wir da erzeugen. Der hat auch zwei spezielle Zahlen, die ein bisschen so in Sternsymbol eingekreist sind. Die 5 und die 6 ist dann für die Mutproben relativ wichtig. Und auch Fehlschlag ist möglich. Also da, das sollte man vermeiden, aber lässt sich nicht immer vermeiden. Und dann haben wir den Dungeon-Würfel, der geht von 1 bis 6 und entscheidet dann darüber, ganz oft, welche Fähigkeiten zum Beispiel bei Fallen dann ausgelöst werden, im Erfolgsfall oder auch im Fall von einem Fehlschlag. Also, wir werfen grundsätzlich auch immer alle Würfel, die wir haben. Jetzt schauen wir uns diese Fallenkarte mal an. Also, wie gesagt, wir müssen eine Mutprobe machen. Und eine Mutprobe bestehen wir immer dann, ist immer dann erfolgreich, wenn wir mit unserem Charakterwürfel eine 5 oder eine 6 würfeln. Ansonsten haben wir quasi einen Fehlschlag und der Dungeon-Würfel entscheidet dann drüber hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, was wir im Falle von einem Fehlschlag erleiden und was wir im Erfolgsfall erhalten. Gut, dann schauen wir mal. Also, wir werfen. Wir stehen hier in der Falle und haben jetzt hier eine 3. Das heißt, das ist ein Misserfolg. Erfolg gibt es nur bei 5 oder 6. Und müssen jetzt den Effekt des Würfels der 4 erleiden. Also wir haben jetzt hier einen Vierer. Das heißt hier klebriges Netz. Wir verlieren eine Rüstung. Stellen wir hier ein. Und wir sind blind. Da holen wir uns jetzt einen Marker. Und der hat auf der Rückseite dieses Augensymbol, das durchgestrichene. Und damit wir anzeigen können, dass wir jetzt erstmal blind sind, legen wir das drunter. Was heißt blind? Normalerweise würden wir jetzt Folgendes machen. Wir würden jetzt im nächsten Schritt, nachdem wir jetzt die Karte abgehandelt haben, würden wir jetzt die nächsten beiden Karten hier aufdecken. Aber dadurch, dass wir jetzt blind sind, können wir das nicht machen, sondern müssen einfach jetzt blind in den nächsten Raum rein und können nicht entscheiden, ob wir hier oder hier hin möchten, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Wir suchen uns jetzt einfach einen Raum aus. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt nach unten, decken den Raum auf und treffen auf einen Einsiedler. Der Einsiedler bietet uns mehrere Möglichkeiten. Zum einen, das Symbol hier oben bedeutet, hätten wir unseren Kreuzritter eine Fähigkeit eingesetzt, dann könnten wir den jetzt wieder auffrischen. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, für
einen Erfahrungspunkt auszugeben, würden wir 3 Gold bekommen. Wir haben keinen Erfahrungspunkt, können wir also nicht machen. Wir können eine Mahlzeit mit ihm teilen, also geben wir eine Nahrung aus und würden dafür 3 Lebenspunkte erhalten. Nahrung ist aber relativ wichtig, die müssen wir ja am Schluss hier immer ausgeben. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, hier Tunnel vertausche 2 Räume auf der Ebene. Was könnten wir tun? 2 Räume auf der Ebene tauschen. Ja, im Prinzip spricht mich so richtig gar nichts davon an. Lebenspunkte allerdings sind schon interessant, wenn ich ehrlich bin. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier genügend Nahrung finden, ich gebe jetzt mal hier eine Nahrung aus und hole mir dafür 3 Lebenspunkte erstmal dazu. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Schritt weiter. Die Karte ist abgehandelt. Wie gesagt, wir dürfen nicht aufdecken, weil wir immer noch erblindet sind. Wie kriegen wir das übrigens los? Dazu gibt es zum Beispiel einen Trank, entweder die Sinnesschärfung oder auch einen Heiligtrank. Es gibt auch Händler, die einen Segen verkaufen. Auch da wird man das loskriegen. Schauen wir aber mal auf diese Karte. Es ist die Waffenkammer. Die Waffenkammer zeigt hier oben wieder eine Mutprobe und das Symbol, dass man die Karte nehmen kann an. Also, wir machen wieder eine Mutprobe, wieder mit beiden Würfeln. Schauen wir mal. Wir haben die Mutprobe nicht bestanden, dürfen also keine Waffe nehmen. Das heißt quasi, die Karte bleibt einfach so liegen. Hätten wir jetzt eine 5 oder eine 6, dann hätten wir jetzt hier mit der 4 zusammen ein gutes Langschwert erhalten und dann hätten wir 2 Kraftakte bekommen. Was ein Kraftakt ist, da kommen wir später noch dazu, das ist dann beim Kampf interessant. Ja, okay, also auch die Karte ist abgehandelt, wir haben so richtig noch nichts gerissen jetzt hier in diesem Dungeon. Jetzt könnten wir hier hin oder hier hin gehen, ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach unten und finden einen Schrein. Der Schrein sagt, wir können hier oben den Dungeon-Würfel würfeln und optional können wir ein Gold ausgeben, um den Wert des Dungeon-Würfels um 1 zu erhöhen. Wir müssen also dann aber auch den Wert nehmen, den der Würfel anzeigt, plus 1. Können also nicht sagen, ah, das plus 1, das ersparen wir uns, weil der andere Wert hier schöner ist. Wir müssen den dann nehmen. Okay, beim Schrein sieht es so aus, wir haben jetzt momentan kein Gold. Ich kann also das nicht erhöhen, werde also jetzt nur den Dungeon-Würfel werfen und wir müssen das Ergebnis nehmen, was da kommt. Das ist in dem Fall eine 6 und die 6 besagt hier, oh ihr Kleingläubigen, und erhalten einen Lebenspunkt, was nicht schlecht ist. Und dann geht es schon hier rüber in das nächste Tor und jetzt müssen wir das ausführen, was hier unten steht. Das heißt, wir verlieren erstmal eine Nahrung, die geht hier runter auf 2. Dann können wir unseren Charakter auffrischen, was aber nicht notwendig ist, weil er ist aufgefrischt. Und es geht ein Stockwerk tiefer. Wir gehen hier ein Stockwerk runter. Und hier liegt der Würfel jetzt auf diesem Symbol. Das heißt quasi, wir können jetzt aufdecken, welcher Endboss jetzt am Ende dieser Ebene auf uns treffen wird. Und das ist der verfluchte Drache. Okay. Ansonsten wird der Dungeon jetzt hier neu aufgebaut. Alles kommt zurück. Wir mischen neu. So, und dann haben wir hier wieder unsere 9 Räume. Den ersten decken wir wieder auf und stellen uns da rein. Wir haben jetzt auch in der nächsten Ebene, wir sind immer noch blind, können also nichts dran ändern, bis wir den Effekt nicht losgebracht haben. Wir sind jetzt im leeren Unterschlupf angekommen und der leere Unterschlupf hat auch wieder eine Mutprobe, aber daneben steht plus minus 1. Das heißt, wenn wir die Mutprobe, die wir machen, jetzt bestehen, dann dürfen wir das Ergebnis des Dungeon-Würfels um plus minus 1 verändern, wenn wir wollen. Okay, dann würde ich sagen, würfen wir mal, was wir hier haben. Und wir haben eine 5, das heißt quasi,
Die Mutprobe ist bestanden. Wir dürfen jetzt den Dungeon-Würfel, haben wir hier eine 2, den dürfen wir jetzt verändern auf eine 1. Wir können auch die 2 behalten oder eine 3. Schauen wir mal, was die Karte ergibt. Zum einen heißt es hier 10 Lebenspunkte und links daneben so ein Pfeil nach oben. Das heißt, wir dürfen unsere Lebenspunkte auf 10 auffüllen, wenn wir weniger hätten. Das heißt nicht, wir kriegen 10 Lebenspunkte dazu, sondern sollten wir weniger als 10 haben, dürfen wir auf 10 auffüllen. In dem Fall haben wir 14 Lebenspunkte, bringt uns also erstmal nichts. Ansonsten haben wir hier eine 2. Eine 2 würde bedeuten Unterschlupf des Kriegers. Wir können uns aussuchen, ob wir einen Feuertrank, einen Gifttrank oder 2 Erfahrungspunkte bekommen. Gilt auch für die 1. Wir können aber natürlich auch auf die 3 erhöhen und dann ist die Falle des Magiers und wir würden einen Erfahrungspunkt verlieren. Naja, dann bleiben wir auf jeden Fall bei einer 2, müssen uns jetzt entscheiden, ob wir Erfahrungspunkte haben wollen oder einen Feuertrank oder einen Gifttrank. Ich würde sagen, wir nehmen die Erfahrungspunkte, denn es gibt hier bei 6 Erfahrungspunkten steht hier drunter Level 2. Wir würden also dann einen Level aufsteigen und hier bei 18 würden wir auf Level 3 aufsteigen. Was bedeutet das? Wir würden mit jedem Levelaufstieg erhalten wir einen neuen Charakterwürfel dazu. Und das erhöht natürlich unsere Chancen auf Erfolge und auch natürlich bei Kämpfen machen wir natürlich mehr Schaden, denn alle Würfel werden dann im Kampf addiert. Also das heißt, wir sollten schauen, dass wir hier so schnell wie möglich alle drei weißen Würfel zusammenbekommen. Okay, und das war schon der leere Unterschlupf. Dann gehen wir mal jetzt einfach mal nach rechts weiter, mal schauen, was wir erwischen. Die feuchte Höhle. Auch hier wieder eine Mutprobe mit plus minus 1. Dann schauen wir mal. Haben wir diesmal nicht bestanden? Das heißt, die 3 sagt, wir müssen jetzt quasi, also wir dürfen den Wert des schwarzen Würfels nicht verändern, müssen aber den Wert, den wir geworfen haben, den müssen wir jetzt akzeptieren, ist eine 3. Eine 3 bedeutet eine Graukappe, wir bekommen eine Nahrung, bin ich gar nicht böse. Nahrung ist immer wichtig, wissen wir ja, am Ende müssen wir hier bezahlen. Damit ist auch der Raum schon abgefrühstückt und jetzt können wir uns entscheiden, gehen wir hier rüber und dann nach unten. Oder gehen wir hier runter? Da wir blind sind und nicht wissen, in was wir reinlaufen, machen wir es einfach mal so. Wir gehen noch einen Schritt hier rüber und treffen wieder auf einen Schrein. Hier müssen wir wieder würfeln. Wir können mit Gold leider den Würfelwert nicht erhöhen, weil wir kein Gold noch haben. Und wir haben eine 4. Die 4 heißt verlorene Seele. Und wir erhalten 2 Lebenspunkte. Und einen Segen. Der Segen bedeutet, wir kriegen die Blindheit los. Und nicht nur das, hätten wir jetzt zum Beispiel Giftwürfel oder Fluchwürfel mit drin, dann würden wir die auch loswerden. Okay, also jetzt haben wir aber erstmal unsere Blindheit los. Bin ich gar nicht böse drum. Und jetzt können wir 2 Karten aufdecken. In dem Fall geht es nicht, weil wir haben nur, uns bleibt nur der Wert, der Weg nach unten. Dann schauen wir mal, auf was wir hier treffen. Auf eine Falle. Na, herzlichen Glückwunsch. Auch hier wieder eine Mutprobe, die wir bestehen müssen. Und das ist ein Fehlschlag. Und wir müssen jetzt hier den Wert von der 5 hier erleiden. Das ist ein Fledermausschwarm. Fehlschlag heißt hier einmal eine Nahrung verlieren. Na, wie gewonnen, so zerronnen. Und wir werden blind. Also, ganz prima gemacht. Super. Klasse. Kreuzritter. Okay, dann geht's weiter. Falle ist abgefrühstückt. Wir gehen zum verfluchten Drachen. So, und jetzt haben wir dann auch schon unseren ersten Kampf. Und der läuft folgendermaßen ab. Der hat hier in der ersten Spalte angegeben die Ebenen 1, 2 und 3. Wir werden also den verfluchten Drachen nur auf Ebene 1, 2 oder 3 antreffen, denn auf 4 haben wir ja immer unseren Endboss. Momentan sind wir in Ebene 1 in der Kanalisation. Das heißt, wir sind ein Spieler. Hier gibt es noch nebendran einen Wert für 2 Spieler. Dann hat er Lebenspunkte von 12. Wären wir jetzt zu zweit drin, hätte er 24 Lebenspunkte. Wenn der verfluchte Drachen angreift und Schaden macht, also angenommen, er trifft uns, dann verlieren wir 2 Lebenspunkte und erhalten den Fluchwürfel.
Und in dem Fall, dass wir quasi hier den besiegen, erhalten wir zwei Erfahrungspunkte und eine Belohnung von dieser Belohnungskarte. Da müssen wir dann auch wieder würfeln und gucken, was wir da bekommen. Okay, wie läuft so ein Kampf ab? Relativ einfach. Wir nehmen alle unsere Würfel. Das sind im Prinzip nur der eine Charakterwürfel, den wir momentan haben, und eben der Dungeonwürfel. Die werfen wir. Und jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben hier eine 6 geworfen. Das sind erstmal 6 Schadenspunkte. Beim Sechser ist aber eine Besonderheit. Wir dürfen den Sechser nochmal werfen und dann die Zahl, die dazu kommt, drauf addieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal würfle, dann habe ich den Wert von 6 plus das, was ich jetzt noch würfle. Aber besteht eine Gefahr? Es könnte auch sein, dass ich einen Fehlschlag würfle, dann ist auch der Sechser vorher verloren. Aber das Risiko gehen wir jetzt einfach mal ein. Ich habe die 6, wir würfeln und haben eine 2. Das heißt, 6 plus 2, das sind schon mal 8 Schaden. Und die können wir jetzt hier eintragen. Der hat 12, minus 8 bleiben 4. Der Dungeon-Würfel hier, der zeigt an, ob denn unser Gegner, unser Monster angreift und wir angreift. Das heißt, bei gewürfelter 1 ist gut für uns, denn das ist ein Fehlschlag, der trifft uns nicht bei einer 1. Das ist schon mal hervorragend. Bei einer 2, 3, 4, 5 trifft er uns und macht den Schaden, der hier angegeben ist, also entsprechend unserer Ebene. Und bei einer 6 macht er auch den Schaden, der hier angegeben ist, allerdings ignoriert er unsere Rüstung. Bei 2, 3, 4 und 5 macht er Schaden, aber den Schaden, den er macht, da wird unsere Rüstung, die zieht dann quasi den Schaden ab. Entsprechend unserer Rüstung und das, was dann noch übrig bleibt, das kriegen wir dann tatsächlich als Schaden angerechnet. Aber ansonsten, alles, was zwischen 2 und 5 ist, macht den Schaden minus die Rüstung. 6 ignoriert die Rüstung, geht der Schaden voll durch. Okay, 1 heißt also, er verfehlt, was für uns super ist. Wir machen also eine zweite Runde. Jetzt würde uns tatsächlich ein Vierer genügen und den haben wir auch. So, und haben 1, 2, 3, 4. Der verfluchte Drache kommt nicht mehr dazu, uns anzugreifen, denn er ist schon vorher tot. Und wir können jetzt die Belohnung uns einheimsen. Und das ist hier 2 Erfahrungspunkte. Die nehmen wir uns jetzt hier mal. Und jetzt haben wir hier das Belohnungszeichen. Wir werfen jetzt nochmal. Hier ist angezeigt Dungeon-Würfel. Wir werfen den Dungeon-Würfel. Haben eine 2 und bei der 2 heißt, wir können entweder einen Frosttrank nehmen oder 2 Gold. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Frosttrank. Das können wir uns hier jetzt einstellen. Der Frosttrank ist ein Trank, der nur im Kampf verwendet werden darf. Also wir haben hier oben Feuer, Frost und Gift. Diese drei Tränke können nur im Kampf verwendet werden. Und die unteren drei Heilung, Heilig und Sinnesschärfung können jederzeit eingesetzt werden. Wir nehmen jetzt mal den Frosttrank. Was macht der? Der Frosttrank im Kampf, wenn ich den anwende, dann verhindere ich, dass der Gegner seinen Angriff durchführt. Also der ist eingefroren. Und damit ist der verfluchte Drache erstmal schon aus dem Weg. Aber bevor es jetzt hier weitergeht, wir gehen ja in die nächste Ebene, müssen also jetzt wieder eine Nahrung ausgeben, können hier unseren Kreuzritter auffrischen, was wir aber nicht brauchen, und steigen eine Stufe tiefer, nächste Ebene, stellen also hier ein, Ebene 2 der Dungeon. Jetzt geht es also so richtig los, aber der verfluchte Drachen geht aus dem Spiel und hier ist die nächste Tür und dann bauen wir auch den Dungeon neu auf. Also hier wieder alles zusammenmischen. So, dann schauen wir mal, was wir erwischen. Und da haben wir direkt die Waffenkammer. Wir sind immer noch blind. Wie gesagt, wir müssen es erst wegheilen. Und hier fehlen uns noch 2 Punkte für den nächsten Charakterwürfel. Schauen wir mal,
was uns jetzt hier auf der nächsten Ebene alles erwartet. Wir wissen noch nicht, wer hier sich versteckt. Das erfahren wir erst, wenn unser Würfel hier auf dem nächsten Feld landet.